Was würde ich nur ohne die Miete machen? Ne, Eddie. Ja, nachdem ich die letzten Tage, Wochen hier verbracht habe, mit Migräne und ach, war überhaupt nicht schön gewesen. Solche Update-Phasen können sich wirklich noch was anderes einfallen lassen. Naja, jedenfalls, wo ich dann so halbwegs am krassesten Tiefpunkt gewesen bin, ne, scheucht mich meine Katze auf und hat hier hochgestarrt. Dann habe ich sie hochgenommen und hat sie die ganze Zeit hier drauf geguckt. Dieses S-Roto-Prinzip habe ich ja letztens nur so nach der Originalanleitung von Peter Lindemann, das was er da online gestellt hat, nachgebaut und mir ist der ja schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, dass das doch noch viel besser gehen muss. Ja, wie ihr seht, es ist kaputt. Kurt war letztens wieder da. Und naja gut, das kennt er ja vom Perpetual Motion Holder. Muss ich dann halt wieder ordentlich neu ausrichten. Und bei der Gelegenheit können wir hier gleich mal eine neue Wicklung drauf machen. Jetzt wird's hochspannend. Und wie soll es anders sein? Don, da hast du super Arbeit geleistet. Passt genau hier rein und dürfte auch keinen Zentimeter anders sein. Wie wenn du es gewusst hättest. Krass. Ja, Fragen habt ihr jetzt bestimmt auch. Das Bedini-Zeugs ist ja schön und gut. Ne? Aber ich habe jetzt mitgekriegt, was heißt jetzt erst, ne, dass richtig defekte Akkus, ne, die so normalerweise bei 12 Volt wären und dann so auf 6 Volt nur noch sind, die praktisch komplett tief entladen gewesen sind. Ja, da dauert es damit ewig, wenn es dann überhaupt funktioniert. Dazu sind dann einfach die Spannungspulse nicht heftig genug. Ne? So, und wie macht man Spannungspulse heftiger? Ja, mechanisch wohl am besten. Ne? Das hier ist ein Schleifkontakt. Ja, hier eine normale Kuhle. Das drückt hier drauf. Ist zwar nur ein Blechdeckel, ich meine, Kupfer wäre vielleicht besser, aber es geht erstmal. Dann hier so eine Messingstange dran, das geht auch aufs Messing. Mal schauen, wie lange das dann überhaupt hält. Ja, und ansonsten stinknormale PNP-Bedini. Lasst euch nicht verwundern, hier, die sind einfach nur parallel. Und ein bisschen am Ausgang ein bisschen was aufgepumpt. Ne? Also da wird dann der Bedini-Strom sozusagen zwischengespeichert, bevor dann hier drüber über den Schleifkontakt hier dann abgegeben wird. Hier bei 7,12 Volt ist er noch. Und mal schauen, der startet manchmal schon von selber. Ne, das war die falsche Richtung. Die Richtung sollst du nicht. Die andere Richtung sollst du. Jawohl. Jetzt rennt er. Und irgendwann muss es dann mal hier anfangen mit Quatschen. Quatscht schon. Noch nicht. Immer noch nicht. Na, was jetzt los? Das hat so schön funktioniert. Oh, jetzt! Jetzt! Ha. Jetzt müsst ihr noch öfters klappen. Komm schon. So richtig kratzt noch nicht. Jetzt muss das hier noch wieder herangedrückt werden.
Geht's jetzt von selber? Nee, leider noch nicht. Das ging schon mal. Nochmal. Was soll das eigentlich tun? Dann sieht's so aus. Ja! Ich glaube, ich hatte es. Ja, hat's. Ja, hat's. Ganz schöne Einstellerei. Aber wenn es dann einmal geht, geht es die ganze Zeit. Jetzt wieder noch nicht. Doch, jetzt wieder. Genau, muss ich erstmal ein bisschen einlaufen. Dann funktioniert's. Die hängt ja diesmal gar nicht dran hier. Also. Haben wir nämlich USB. So, die Nacht lang ist er jetzt durchgelaufen an USB. Ist die Batterie jetzt 11, 22, 23 ungefähr. Macht sich doch ganz gut. Tja, hier wartet dann schon der Testkandidat. Ja, eine 20 Watt 12 Volt Glühlampe. Ja, die hat vorher überhaupt keinen Zucker gemacht. Auch normale LEDs, nicht sofort zusammengebrochen. Mal schauen, ob jetzt Energie über Nacht, über USB, also die Hälfte vom USB, ne, an der anderen Hälfte vom USB hängen ja die zwei Kameraden noch dran. Ja, 5 Volt, 500 mA liefert der maximal. Ganz schön, was man damit so alles machen kann. Nun endlich hat das Ladegerät wieder gefressen. Die hängt jetzt schon mehrere Stunden wieder hier dran. Ist jetzt in der Endphase, ne? Zieht nur noch 500 mA. Ja, bin gespannt, wie viele Amperestunden dann drin sind nach der Bedienikur. Fertig geladen.
So, ist konstant bei 12,63 Volt. Gut, 62, 63. So, mal gucken, wie lang sie dabei ist. Das haben wir keine. Ne? Ne? Passt. Gut. Wieder wie eine ganz normale Batterie aus. Ja. Sehr schön. Funktioniert einwandfrei. Fein gemacht, Alter. Krass. Krass. Die hält ja echt gut. Tja, da weiß ich, welche Batterie ich jetzt nehme für meinen Lötkolben. Ja, sehr schön. Einwandfrei. Das ist ja krass, immer noch 12,8. Das ist... Singst du auch mal? Jetzt. Krass. Trotzdem. Achtung, 20 Watt, ne? 20 Watt. Wo steht's denn? Das mir auch geklappt. Kann man was sehen? 12 Volt, 20 Watt, jawohl. Krass. Gut, jetzt ist der Punkt, wo sie abkackt. 3,2 Amperestunden, kommt man aus den 1,5,5 Amperestunden wieder rausziehen. Nicht schlecht, finde ich. Test bestanden.